ihr Lieben, wer glaubt, dass wir in der heftigsten Zeit leben, die in der Welt je war? Ja, ihr seid einmal auf der richtigen Spur. Wer glaubt, dass Jesus jeden Tag kommen könnte? Amen. Wir müssen beten, dass Deutschland zurückkommt zur Gottesehrfurcht und die Prinzipien Gottes wieder ernst nimmt. Amen. Nicht ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier. Christus in mir ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Ist die einzige Herrlichkeit, die wir hoffen können. Wisst ihr, das Gebäude ist nicht eine Kirche. Du bist die Kirche und du und du und du und du, wir sind die Kirche. Gott wollte doch nie in Gebäuden leben. So was Stinklangweiliges. Der will in Herzen leben. Dann sprecht mir nach. Ich bin der Tempel des Heiligen Geistes. Ich bin ein Tabernakel Gottes. Ich bin der Traum in Gottes Herzen. Ich bin das Potenzial in seiner Hand. Ich bin ein Botschafter an Christi Stadt auf dieser Welt. Amen. Wir müssen erkennen, wer wir sind. Diese westliche Welt hat sich nur identifiziert über das, was sie tun und nicht tun. Katastrophe. Alle Religionen sind eine Katastrophe. Da heißt es immer nur tun, 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 nicht tun, nicht tun, nicht tun. Alle Religionen werden zusammenklappen. Das war ein lausiges Amen. Denn Jesus kam nie, um eine Religion zu gründen, sondern eine lebendige Liebesbeziehung mit uns herzustellen, mit dem Vater. Amen. Und jetzt wird es sehr offenbar. Sehr offenbar. Jesus kam nie, um aus bösen Menschen brave zu machen. Das habe ich jahrelang versucht. Mei, habe ich mir angestrengt, ein braver Mensch zu werden. Eines Tages habe ich gesagt, Papa, ich streng mich ja so an. Dann hat er gesagt, ja, du bist sehr anstrengend. War der letzte Todesstoß in meine selbstgebastelte Erlösung. Jesus kam, um aus Toten Lebendige zu machen. Amen. Ich hoffe, du bist lebendig in jeder Phase deines Seins. Es geht jetzt um Leben und Tod. Religionen, Tod, Leben, Jesus Leben. Amen. Ich komme gerade, nicht direkt jetzt, aber vor Weihnachten war ich in Indien. Ich hätte die ganzen Kühe da schießen können. Die Kühe hätte ich erschießen können. Ich liebe Kühe, aber die Kühe, die heiliger sind, die sind Götter. Die können hineinmarschieren in Geschäfte und alles zusammenfressen. Darf keiner was sagen. Ich bin heilige Kühe. Wie können so gescheite Leute wie die Inder so an Schmarrn glauben? Weißt du, da musst du im Kopf greifen. Ich liebe Kühe, habe nichts gegen Kühe, aber was Religion macht, ist eine Katastrophe. Ich komme ja auch aus einer Religion. In Tirol hat man ja keine andere Chance gehabt. Römisch. Ich sag's euch, der Karfreitag war für mich eine Katastrophe. Jeden Karfreitag bin ich vor dem Kreuz gekniet und hab geplärrt und den Herrn um Vergebung beten, wie sehr die anderen Menschen gesündigt haben, dass er so leiden muss. Für mich hätte man was anderes finden können. Ja. Ich war ja ein braver Mensch. Diese Selbstgerechtigkeit stinkt. Und ich heule wieder einmal. Und dann klopft es auf die Schulter und ich schaue um. Ist niemand da? Heule ich weiter und bitte um Vergebung. Klopft schon wieder. Schau wieder um, ist wieder niemand da. Dann sage ich, Herr Jesus, bist das du? Sagt er, ja, ich hänge da oben nimmer. Er ist auferstanden. Er ist auferstanden. Und er will in uns leben. Amen. Schwaches Amen. Amen. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes.
Und wir haben eine Botschaft für die ganze Welt. Amen. Jeder von euch soll ein Mundwerk Gottes werden. Amen. Und das Richtige verkündigen. Amen. Wisst ihr, wie mich Gott gerufen hat, zu predigen, aber das kannst du nicht machen. Ich bin eine Frau. Dann hat er gesagt, ich habe schon durch Esel gesprochen. Dann habe ich gesagt, ja, also wenn du durch Esel reden kannst, kannst du auch durch Frauen reden. Ja? Amen. Ich habe gesagt, aber ich bin keine Theologin. Dann habe ich gesagt, war ja nie. Hört euch einmal das Wort an, Theolog. Verlogen ist das ganze Zeug. Dann habe ich gesagt, ja, was soll ich da machen? Das Gleiche wie ich. Dann habe ich gesagt, was hast denn du gemacht? Geschichten erzählen, Geschichten erzählen. Ich werde euch Geschichten erzählen. Wisst ihr, Jesus Christus kam, um uns herauszuholen aus der Finsternis und uns hineinzubringen in das Licht. Amen. 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 Und wir leben jetzt in einer Zeit, ihr Lieben, wo eine radikale Trennung stattfindet. Die Religiösen von den Echtgläubigen. Amen. Die Hure, die alles tut, um was zu kriegen. Von der Braut, die alles tut, weil sie schon bekommen hat von ihrem Bräutigam. Amen. Den schmalen Weg vom breiten Weg. Jetzt kommt eine Scheidung und ihr Lieben, diese Trennung ist Hölle, Himmel. Und ich möchte euch alle im Himmel sehen. Amen. Aber der Himmel ist gratis. Ja, der Himmel ist gratis. Keiner kann sich den Himmel verdienen. Aber wir lassen uns doch nichts schenken, okay? Lieber gehen wir dorthin, was wir verdienen. Verdienen tun wir die Hölle. Aber ich möchte euch ein gratis Angebot machen. Jesus hat alles bezahlt. Ihr Lieben, wir sind in der Endzeit. Und es geht um ewiges Leben und ewige Verdammnis. Für mich ist das Einzige, was es noch wert ist zu leben, möglichst viele Menschen vom falschen Weg auf den richtigen zu bringen. Ich bete um eine Armee von Millionen, die noch den richtigen Weg finden. Amen. Und Gott hat für dich, wisst ihr, wir sollten fruchtbar sein. Was ist denn unsere Frucht? Was bringt denn der Apfelbaum für Früchte? Der Zwetschgenbaum? Der Kirschenbaum? Christen? Jeder von uns soll eine Armee von Christen in den Himmel bringen. Das ist die Frucht eines Christen. Aber wisst ihr, dass in allen vier Evangelien nicht einmal das Wort Christen vorkommt? Nicht einmal. Erst in der Apostelgeschichte. Ich glaube, 12 ist es. Da wurden in Antioch die Jünger zuerst Christen genannt. Was heißt denn Christen? Kleine Gesalbte. Christus ist der große Gesalbte. Seid ihr die kleinen Gesalbte? Ein Christ sollte dem Christus immer ähnlicher werden. Im Matthäus-Evangelium 28, 18 heißt es, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden, sagt Jesus. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Steht da irgendwo etwas von Konfessionen? Jesus ist nie gekommen, um Konfessionen zu gründen, sondern er hat die Gegenwart Gottes auf diese Erde gebracht, damit wir
den Himmel auf die Erde bringen. Wir hätten so gern, dass der liebe Gott für alles verantwortlich gemacht wird. Ja? Gott hat Adam und Eva erschaffen. Und dem Adam hat er genau gesagt, von dem Baum der Erkenntnis sollen sie nicht essen. Das ist die Logik. Die Logik will uns nämlich sagen, wir können Gott sein ohne Gott. Von dem Baum sollen sie nicht essen. Vor einigen Jahren habe ich eine Botschaft gehört von einem messianischen Juden, der hat gesagt, die westliche Welt hat von dem Baum der Erkenntnis nicht gegessen. Die haben den Baum gefressen. Muss alles Sinn machen. Wir müssen es doch verstehen. Wir müssen es doch im Griff haben. Ich garantiere euch, jetzt kommen Zeiten, wo wir nichts mehr im Griff haben. Und wir nur mehr uns auf Gott verlassen können. Der wird uns auf die Finger klopfen. Alles, wo wir unsere Sicherheit gesucht haben, unsere Fundamente, werden jetzt zerstört. Auf jeden Fall in der westlichen Welt. Ich bin kein negativer Prophet, ich garantiere es euch. Ich bin kein negativer. Aber die Wahrheit muss gesagt werden. Im 5. Mose 28 heißt es, und es wird geschehen, wenn. Und wenn, ihr Lieben, ist das allerwichtigste Wort in der Bibel. Wenn. Wenn wir die Wenns tun, dann wird Gott segnen ohne Ende. Amen. Wenn du vergibst, dann wird dir vergeben. Wenn du gibst, dann wirst du empfangen. Wenn du Jesus Christus in dein Leben aufnimmst, dann wirst du ein Kind Gottes. Vorher bist du nur ein Geschöpf Gottes. Amen. Wenn, passt auf, die ganzen Wenns in der Bibel. Sehr wichtig. Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes, da steht, und wenn du der Stimme deines Fernsehers genau gehorchst. Wessen Stimme? Gottes. Nicht die Stimme des Radios, nicht die Stimme der Zeitung, nicht die Stimme des Fernsehers. Nicht einmal die Stimme des WhatsApps. Wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes genau gehorchst, dass du darauf achtest, alle seine Anweisungen zu tun, und die ich dir heute befehle, dann wird der Herr dein Gott dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst. Was müssen wir tun? Dem Radio. Na, der Stimme Gottes. Amen. Keiner kann sich jetzt mehr hinter etwas verstecken. Es geht nur mehr noch, von Gott zu hören. Denn wir leben in einem katastrophalen Lügengebäude. Verlogen ohne Ende. Amen. Wisst ihr, wie das Corona gekommen ist? Ich lebe ja in Afrika. Haben meine afrikanischen Geschwister gesagt, Mama, mach da nichts, mach da keine Sorgen. Wir sind schon mit Größerem fertig geworden. Wie ich nach Afrika gekommen bin, schon jetzt fast 30 Jahre, haben sie zu mir gesagt, in Uganda, wir wissen nicht, wie lange der Staat noch existiert. Die Leute sterben wie Fliegen von AIDS. Aber wir haben eine sehr heilige Frau des Präsidenten, die betet wie ein Weltmeister. Und einen gottesfürchtigen Präsidenten. Und die haben gebetet, haben das Land Gott geweiht und haben die Menschen informiert. Jetzt nehmen wir halt nur jedes Jahr um 1 Million zu. Und meine Köchin, vor 5 Jahren kam meine Tochter zu mir und sagt, Mama, meine beste Freundin, ihre Mama stirbt mit AIDS und sie hat Kinder und sie möchte sie so gern zu dir bringen, damit sie in Ruhe sterben kann. Sage, bring mir die Frau. Hat sie nur die Frau gebracht, die hat wirklich mehr drüben ausgeschaut wie herüben. Sag ich, was kannst denn du kochen? Wow, ich sage, ich brauche eine Köchin. Du wirst unsere Köchin und wir erziehen deine Kinder gemeinsam. Sie ist eine gute Köchin. Ich habe ihr Vitamine gegeben und ein gutes Essen. Sie hat, und natürlich hat sie auch
gibt es ja auch Medikamente, die diese AIDS-Kranken nehmen, dass sie nicht sterben, aber gesund werden sie nicht davon. Aber vor 1,5 Jahren habe ich so eine Stinkwut auf den Sauvirus AIDS bekommen. Ich habe mich selbst nicht mehr gekannt, das war der Heilige Geist. Ich habe die Frau gebeitelt und geschrien, du Sauvirus AIDS, raus aus diesem Tempel des Heiligen Geistes. Wo du hingehörst, in die Hölle. Ich habe sie gebeutelt. Sie hat alles geschehen lassen. Sie hat gespürt, das bin nicht ich. Und in der Woche habe ich wieder einen Termin gehabt, nach Europa zu fliegen. Auf eine Missionsreise, wie ich zurückkomme. Einige Wochen später schaut die aus wie der 20er Jünger, wie das blühende Leben. Sag ich, was ist denn los? Sagt sie, 3-mal getestet, gesund. Amen. Für Jesus ist nichts unheilbar. Und stellt euch vor, das war eine ganz schüchterne Frau, eine ehemalige Muslimin. Und jetzt habe ich von ihr und auch von meinen Mitarbeitern eine Mitteilung bekommen, dass sie in die Bibelschule geht, aber noch gut kocht für meine Familie. Und dass wir kriegen jetzt einen Fernsehsatelliten, der ganz Afrika, Europa und Asien deckt. Sie will unbedingt mit mir ins Fernsehen und der ganzen Welt verkündigen, dass es für Jesus nichts Unheilbares gibt. Amen. Und vorher hat sie den Mund nicht aufgebracht. Aber jetzt sagt sie, Mama, ich will jetzt Reich Gottes bauen. Amen. Und sie betet für die Kranken. Amen. Ja, ihr Lieben, dann sind, das ist im 5. Mose 28, vom Vers 2 bis zum Vers 13, nur Segnungen. Zu Hause, am Ende, alles ist gesegnet. Deine Tiere, dein Backtrog, deine Familie, dein alles. Und dann steht das Letzte da, und der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst nur immer aufwärts steigen und nicht hinuntersinken, wenn du den Anweisungen des Herrn, deines Gottes, gehorchst, die zu bewahren und zu tun, ich dir heute befehle. Vers 15. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, sodass du nicht darauf achtest, alle seine Anweisungen und seine Ordnungen zu tun, die ich dir heute gebiete, dann werden alle diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Ihr Lieben, von Vers 16 bis Vers 69. Über 3-mal so viel Flüche als Segen. Wer kann sich's leisten, hier nicht auf Gott zu hören? Ihr nicht. Ich will die Segnungen. Amen. Und ich garantiere euch, das stimmt. Ich erlebe es. Ich erlebe es. Vor einigen Monaten war ich am Gebetsberg, wir haben einen großen Gebetsberg, das war vorher der Anbetungsberg Satans. Da wurden dem Satan permanent schwarze Bullen geopfert. Da hat es nie geregnet, die Leute sind hinaufgegangen und tot umgefallen. Und den Berg sagt Gott mir, ich soll ihn kaufen. Ich habe keine Ahnung gehabt davon, ja, was da geschehen ist. Und die ganze Umgebung hat gehört, dass ich den Berg kaufen werde und hat mir einen Spottpreis dafür gegeben, damit ich ja nicht umkehre oder mir es anders überlege. Ich habe keine Ahnung gehabt, was ich kaufe. Ja, macht der liebe Gott immer. Da haben sie gesagt, diese Muisungo, die Weiße, muss nicht alle Tassen im Schrank haben, so einen Berg zu kaufen. Ich habe den Hektar um 2000 Euro gekauft. Heute ist das geflügelte Wort. Passt's auf. Der Gott von der Mama Maria ist stärker als unsere. Heute regnet es dort. Heute gedeiht alles. Heute ist es der Anbetungsberg Afrikas für die Söhne und Töchter Gottes. Amen. Gott möchte, dass wir überall das Reich Gottes hineinbringen. Amen. Ja, und da bin ich auf dem Gebetsberg und da steht eine Frau da und denke mir, die kenne ich doch. Ich treffe sehr viele Menschen und ich lebe so im Jetzt, dass ich oft morgen nicht mehr weiß, was gestern war. Ja, aber ich bin im Jetzt. Sage ich, Herr, wo kenne ich denn die Frau? Na, erinnert er mich, das ist die Sekretärin von der First Lady von Uganda. Ich habe gesagt,
was machst denn du auf dem Gebetsberg? Ja, ich will dich besuchen. Aber wieso? Ja, die First Lady schickt mich. Ich sage, habe ich was falsch gemacht? Na, aber es sind jetzt 20 Vertreter von Afrika, also 20 verschiedene Nationen von Afrika haben Vertreter nach Uganda geschickt, um von Uganda herauszufinden, was Gott mit Afrika vorhat. Weil wir schon 10 Jahre, 4-mal im Jahr eine Konferenz haben, für die Höchsten aus der Regierung, für die Höchsten aus der Kirche und für die Höchsten aus der Wirtschaft, um von Gott zu hören, was Gott mit Uganda vorhat, wie wir einen Jünger aus Uganda machen können. Wir haben schon in jedem Ministerium einen Gebetsaltar. Und die haben das vernommen. Jetzt sind 20 verschiedene Nationen gekommen, um von uns zu hören, wie man das macht. Sag ich, ja, wunderbar. Sagt sie, ja, ja, aber der Präsident und seine Frau und ich habe gebetet und Gott hat uns ganz klar gezeigt, du bist die erste Sprecherin. Sag ich, wie bitte? Seid ihr nicht ganz bei Trost? Ich soll zu den Leitern von Nationen sprechen? Mama, keine Widerrede. Der Präsident hat mich geschickt, du sollst die erste Sprecherin sein. Dann habe ich gesagt, dann lass sie halt kommen. Dann sind die gekommen. Es waren ca. 80 Leute, weil von jeder Nation mehr gekommen sind wie einer. Dann habe ich gesagt, ihr Lieben, ihr habt keine Ahnung, warum ich zu euch sprechen soll. Aber ich kann euch sagen, was wir bisher gehört haben in Uganda. Dass Gott sagt, wir sollen aus Uganda einen Jünger machen. Haben die Strahlen angefangen wie Scheinwerfer. Das haben wir auch gehört. Dann habe ich den ganzen Tag nur darüber gesprochen, was ein Jünger ist. Ein Jünger soll so werden wie der Meister. Amen. Wer ist der Meister? Was braucht man dazu, dass wir so werden? Den Heiligen Geist. Amen. Denn Jesus hat auf dieser Welt durch den Heiligen Geist das getan, was er getan hat. Und ohne den können wir gar nichts machen. Amen. Also es war ein wunderbarer Tag. Jetzt, wenn ich zurückfliege, also zum Oktober, kommen die wieder. Wisst ihr, es geht nicht um da, es geht um da. Und das Herz ist da unten, das ist eine Pumpe, aber das Herz ist da unten. Im Hebräischen sind Eingeweide und Herz das gleiche Wort. Wenn es mir schlecht geht, geht es mir nicht da schlecht, sondern da unten. Amen. Und die kommen jetzt im Oktober. Und ich lade die Koryphäen der Welt ein. Und ich sitze mit ihnen hinten. Und werde hier und ein bisschen Senf dazugeben. Aber ihr Lieben, Gott wird euch in die höchsten Etagen rufen. Seid ihr begeistert? Gott wird euch in die höchsten Etagen rufen. Amen. Um der Welt zu zeigen, wie man Reich Gottes lebt. Im Reich Gottes sind die Letzten die Ersten. In den Schwachen ist Gott mächtig. Gib und du wirst empfangen. Ganz andere Prinzipien wie in der Welt. Und da rate ich euch, leider habe ich das Buch ist ausverkauft, aber man kann es von Amazon kaufen. Gibt es ein Buch, das heißt 40 Tage Reich Gottes Prinzipien vom Pastor Daniel mit seiner Gemeinde Strahlender Freude. Kauft es bei Amazon und lest es. Wir brauchen ein neues Denken. Amen. Wir brauchen ein neues Denken. Wir haben gedacht, wie die Welt gedacht hat. Wisst ihr, wir sind der Sauerteig Gottes. Und der Sauerteig soll alles andere beeinflussen. Also wir, die Gemeinde Jesu, sollte die Welt beeinflussen. Haben wir das gemacht? Die Welt hat die Gemeinde Jesu beeinflusst. Das muss sich drastisch ändern. Amen. Es geht jetzt um ein ganz, ganz neues Denken, ihr Lieben. Ja, und wenn wir das nicht, wenn wir nicht auf Gott hören, dann sind da 50 Flüche. Jetzt kannst du entscheiden. Was willst du, Segen oder Fluch? Ich lebe schon jahrelang mit einem Wort in der Bibel. Der Lohn. Und Lohn ist etwas, was man verdient. Der Lohn, der Demut. Und Demut heißt nicht sich selber klein machen, sondern Gott groß machen.
Und der Gottesfurcht, der Gottesehrfurcht heißt auch nicht vor Gott bippern, sondern Gott respektieren und seine Prinzipien. Der Lohn der Demut und Gottesfurcht ist Reichtum, Ehre, Leben. Wer möchte hier Reichtum, Ehre, Leben? Was musst du bringen? Demut und Gottesfurcht. Nicht wir sollen uns groß machen, sondern Gott groß machen. Amen. Und dann garantiere ich dir, dass du in ein Leben kommst, dass du vom Staunen nicht mehr rauskommst. Wisst ihr, Gott hat einen Traum für jeden von euch. Und der Traum übersteigt weit dein Vorstellungsvermögen. Aber zu dem Traum brauchst du auch eine gewisse Charakterfähigkeit. Wisst ihr, auch im Leben, ein Gehirnchirurg braucht mehr Vorbereitung als wie ein Schuhmacher. Ich würde mich auch nie von einem Schuhmacher am Hirn operieren lassen oder vom Gehirnchirurg ein Bett machen lassen. Nein. Zu der Berufung, die Gott für dich hat, brauchst du einen besonderen Charakter. Und da bist du, viele von euch sind jetzt radikal auf der Universität des Heiligen Geistes. Da gibt es kein Durchfallen, nur Wiederholen. Und die meisten haben schon öfters etwas wiederholt, weil sie nie die Botschaft bekommen haben, die Gott ihnen geben wollte. Und wenn dein Charakter mit der Berufung, die Gott für dich hat, übereinstimmt, dann kommst du auf die Auffahrt der Autobahn der Herrlichkeit Gottes. Und in der Universität des Heiligen Geistes gibt es zwei Geschwindigkeitsstufen. Langsam und sehr langsam. Und da wollen wir, dass es schnell geht. Aber wenn du auf der Autobahn der Herrlichkeit Gottes bist, dann sagst du dauernd, nicht so schnell. Weil da verlierst du die Kontrolle. Gott will nicht, dass du ihn in den Griff bekommst, sondern er will dich in den Griff bekommen. Er will mit dir tun können, was er will. Wisst ihr, die Logik, wenn Gott spricht, zu logischen Menschen sagen die, ah, das hat noch niemand gemacht. Da habe ich das Geld nicht dazu. Da bin ich schon zu alt. Logik widersetzt sich den Ordnungen Gottes. Ich bin 1939 geboren, bin im 84. Lebensjahr, auf dem Papier. Aber Jesus ist mein Leben und der ist nie älter wie 33 geworden. Ich sag's euch, ich lebe ein Leben, das hätte ich mit 30 nicht leben können. Von der Dichte her. Was Gott mir jetzt zumutet, das ist einfach unwahrscheinlich. Ja, aber er gibt alle Gnade dazu. Amen. Mit 10 Jahren habe ich gebetet und gesagt, lieber Gott, der Krieg war alles eher wie schön. Ja, ich bin 1939 geboren, ich habe dann Hitler erlebt. Aber ich habe eine Großmutter gehabt. Auf die freue ich mich schon unendlich im Himmel. Die ging durch die Stadt. Heil Jesus! Und die Polizei hat sie schon gekannt und hat gesagt, die spinnt, die müssen wir laufen lassen. Wisst ihr, in der jetzigen Zeit, wenn wir mit Jesus gehen, dann spinnen wir. In meiner Familie war schon ein Vertreter, um mich zu vergiften. Aber dem hat es so gut gefallen, dass er gewartet hat mit dem Vergiften. Der war fast 3 Monate bei mir. Dann habe ich gesagt, du, wie wäre es, wenn du mal Zeugnis geben würdest? Er hat nämlich ausgegeben, dass er Moslem war, sich bekehrt hat, zu Hause rausgeschmissen wurde, kein Zuhause mehr hat, aber bei mir wohnen darf. Und ich liebevoll habe ihn aufgenommen. Der hat Zugang gehabt zu der ganzen Familie. Er hat Klavierstunden, also ich sag's euch. Und dann habe ich gesagt, er soll doch einmal Zeugnis geben für seine Bekehrung in unserer Gemeinde. Und bei uns haben sich jetzt Hunderte von
Prostituierten bekehrt. Ich nenne sie meine heimgekehrten Prinzessinnen. Und hunderte von Muslims. Das sind die heimgekehrten Söhne Abrahams. Und die, da saß die Frau, die die ganzen ehemaligen Prostituierten betreut, und ich wusste nicht, dass die in der Geheimpolizei ist. Ja? Und auf der anderen Seite saß der Eddie Kenzo, mein Sohn, ein sehr beliebter Mann, und auch bei der Geheimpolizei. Das sind beide Lieblinge vom Präsidenten, die zwei, aber ich habe keine Ahnung gehabt. Und wie der Zeugnis gibt, sagt der zu mir: Mama, der ist fake. Der ist nicht echt. Wir rufen sofort die Geheimpolizei an. Und die kamen mit einem Auto in Zivil, haben gesprochen und dann haben sie die Handschellen herausgenommen. Ich habe noch nie einen Menschen so toben gesehen wie eine Bestie. Die haben mir so gedankt, dass ich den so gesuchten Verbrecher ihnen ausgeliefert habe. Dabei habe ich überhaupt nichts gemacht. Das hat alles der Herr gemacht. Ich war äußerst lieb mit ihm. Amen. Keine Waffe, die gegen uns geschmiedet wird, wird es gelingen, uns zu schaden. Amen. Und es wird dicht werden, ich garantiere es euch. Aber wenn Gott mit uns ist, tanzen wir im Feuerofen wie die Jünglinge mit Jesus. Sitzen wir in der Löwengrube und die Löwen schnurren wie Kätzchen. Amen. Menschen, die jetzt Angst haben, die kann man erschrecken. Menschen, die die Liebe zum Geld haben, die kann man kaufen. Beides müssen wir absolut ablegen. Keine Angst vor dem Sterben. Wir wechseln ja nur Adresse. Amen. Mir tut jeder nur einen Gefallen, der mich frühzeitig in die ewige Herrlichkeit abbefördert. Wirklich. Ich freue mich auf die Ewigkeit. Kein Auge hat gesehen, kein Ohr hat gehört, es ist in kein Menschenherz eingedrungen, was Gott vorbereitet hat für die, die ihn lieben. Ja, sag einmal. Die Welt ist nicht mehr das Um und Auf, das absolut Beste. Obwohl ich genieße jeden Augenblick, ja. Weil Jesus mit mir ist. Und ich garantiere euch, Jesus kommt jetzt. Ja, das muss ich euch erzählen. Die Moslems haben eine Offenbarung bekommen. Die großen Imams haben einen Brief geschrieben, dass Gott ihnen gezeigt hat, dass Jesus Christus das erste Mal gekommen ist als Lamm. Aber diesmal kommt er als Löwe. Und zwar nicht als schnurrender Löwe, sondern als brüllender Löwe. Bitte? Halleluja. Amen. Die Juden haben das Gleiche gehört. Und die warnen alle ihre Leute, dass Jesus jetzt kommt als brüllender Löwe. Amen. Aber wir brauchen uns nicht fürchten vor dem brüllenden Löwen, weil der wird nicht uns anbrüllen, sondern den Feind. Amen. Ich garantiere euch, jetzt kommt eine Zeit, wo du dich nirgends mehr hinter nichts verstecken kannst. Du stehst vor Gott alleine. Und du musst wissen, wo du stehst. Vor 6 Jahren wieder gekommen bin und höre laut in München im Flughafen. Sag ich: Herr, was höre ich? Die westliche Welt schnarcht in einem Tiefschlaf und rast in einer Affengeschwindigkeit auf einen Abgrund zu. Aber sie begreifen es nicht. Dann habe ich gesagt: Herr, küsse sie wach. Wie 2 Jahre später kam, bin ich her, wieder das gleiche Schnarchen. Sag ich: Herr, dein Küssen hat anscheinend nichts genützt. Klopf sie wach. Das Klopfen kommt. Wenn du wach bist, musst nicht mehr geklopft werden. Aber Gott wird viele aufwecken.
Vor 14 Tagen war ich beim Friseur in Deutschland, sage zu der Friseurin, wenn Sie diese Woche abberufen würden von der Welt, wohin kommen Sie? Na, sagt sie, über das habe ich noch nie nachgedacht. Wow! Ist die Ewigkeit! Dann habe ich gesagt, da wirst du ein raues Erwachen haben, wenn du da nicht nachdenkst. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Dann hast du den Tod. Der Tod ist die Hölle. Wie ich jetzt von Indien herübergeflogen bin, saß neben mir ein Moslem. Der wollte unbedingt aus mir eine Muslimin machen. Dann habe ich einmal ein bisschen reden lassen. Dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich gehöre zu dem, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich bin eine Nachfolgerin Jesu Christi, der lebt in mir. Ich weiß, wo ich hingehe. Ihr Mohammed hat bis zum Schluss nicht gewusst, wo er hingeht. Und da wollen Sie mich auf Ihre Seite bringen? Da wäre ich schön blöd, wenn ich den Wechsel machen würde. Und wisst ihr was? Beim Aussteigen hat er gesagt, jetzt werde ich mich um Jesus kümmern. Amen. 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 Also ihr Lieben, wir sind in einer Zeit, wo jeder von uns sich ganz bewusst auf Gott einstellen muss. Amen. Raus aus der Angst. Die Angst ist die Sprache der Hölle. Angst im Englischen heißt Fear, F-E-A-R, False Evidence Appearing Real. Falsche Tatsachen erscheinen uns als real. Wir sollen die Sprache des Himmels sprechen. Übrigens, eure Lobpreislieder sind gut hier. Ihr habt noch nie, jetzt kommen überall gute Lobpreislieder. Es geht jetzt ums Wesentliche. Amen. Faith. Die Sprache des Himmels ist Glaube. Und Glaube heißt F-A-I-T-H, Faith. For all I trust him. Für alles vertraue ich ihm. Amen. Halleluja. Für alles vertraue ich ihm. Verflucht ist der Mensch, der auf Menschen vertraut. Gesegnet ist der Mensch, der Gott vertraut. Amen. Dann das Alte zurücklassen. Ihr Lieben, wir brauchen ein neues Denken. Da war eine Sache in der Bibel, die hat mich immer gestört. Die Tagelöhner. Oder sowas Unfaires. Die um 9 Uhr anfangen arbeiten, kriegen den gleichen Lohn wie die um 5 Uhr anfangen. Oder um 3 Uhr. Ist doch unfair. Jetzt war ich in Indien, da wird das praktiziert. Da kam ich an eine große, ein großer Platz, waren ein Haufen Motorräder dort und ganz viele junge Männer, sage ich, da ein Aufstand oder was ist da? Nein, das sind Tagelöhner, es war um 9 Uhr früh. Die fahren jetzt um 9 Uhr zur Baustelle und arbeiten den ganzen Tag. Um 3 Uhr kommt die nächste Gruppe. Und sofort hat es bei mir geklingelt. Sag ich, kriegen die womöglich den gleichen Lohn wie die um 9 Uhr? Ja, die kriegen den gleichen Lohn. Das praktizieren sie in Indien. Und sogar um 5 Uhr kommen noch ein paar und die arbeiten eine Stunde und die kriegen auch den gleichen Lohn. Im Reich Gottes, ihr Lieben, die 50 Jahre mit Jesus gehen, kriegen den gleichen Lohn wie die, die 10 Minuten vorm Sterben noch ihr Leben Jesus übergeben. Unfair. Gnade ist total unfair. Amen. Unverdient. Dann Vergebung, ihr Lieben. Es sitzen noch einige hier, die haben sich selbst noch nie vergeben, alles. Die heute noch glauben sie, Gott kann dich nicht annehmen, weil du so und so gemacht hast. Ja, der Herr Jesus hat alles schon zahlt. Alles. Auch was du gemacht hast. Bekenne es und vergib dir selbst. Amen. Oder vergib anderen. Wisst ihr, für mich war eines der unwahrscheinlichen Offenbarungen, wie Jesus am Kreuz zum Vater gesagt hat, von den Leuten, die ihn gekreuzigt haben, die die Dornenkrone aufgestellt haben, die ihn gegeißelt haben,
hat er gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ihr Lieben, so oft in meinem Leben musste ich schon Menschen vergeben, weil sie wussten nicht, was sie getan haben. Amen. Aber ich war frei. Amen. Nichts nachtragen. Immer segnen, vergeben, lieben. Aber das kannst du nur mit der Liebe Gottes. Amen. Werdet ehrlich, Vergebung. Den Willen des Vaters tun. Wisst ihr, wir haben jahrhundertelang gebetet. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Raus aus dem Gebäude, das wir Kirche nennen. Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier. Passt das zusammen? Wer von euch hat heute früh ehrlich gefragt, Vater, was hast du für mich im Himmel vorbereitet für heute? Ah, da ist eine da. Halleluja. Wow, Halleluja. Das ist gut. Ich mache mir keine Sorgen mehr am Morgen. Der Papa arbeitet die ganze Nacht und bereitet mein Morgen vor. Amen. In der Früh stehst du auf und sagst, Papa, was hast du heute dir wieder einfallen lassen, was mich blättet heute? Wisst ihr, in Matthäus 6,33, suche zuerst sein Reich, seine Gerechtigkeit. Und alles andere müsst ihr euch dann schwer dazu verdienen. Ihr seid wach, Halleluja. Und alles andere wird euch zufallen. Ich werde vor Zufällen oft erschlagen, wenn man es zufliegt. Amen. Gott möchte, dass uns alles, er bereitet alles vor. Und was er für dich vorbereitet hat, da gibt er dir alles dazu. Amen. Wisst ihr, wie ich entdeckt habe, dass ich ohne Jesus nichts tun kann? Wie viel? Du verfliegst wenig, das sage ich euch. Da kann man Nullen dran hängen, so viel man will. Aber wenn mir das aufgegangen ist und ich das bewusst angenommen habe, dass ich ohne ihn nichts tun kann, da ist mir eingefallen, 1 Euro zu kriegen ist für mich so schwer wie 1 Million. Bei Gott ist nichts unmöglich. Amen. Für mich ist alles unmöglich. Seither habe ich keinerlei Probleme mit Finanzen. Aber ich tue nur, was er sagt. Was er sagt, sage ich, Papa, okay, ich tue es, aber du musst zahlen. Amen. Und er zahlt. Er zahlt. Aber wir haben keinen Euro Schulden, aber keinen Euro Rücklage. Sind total permanent abhängig von Gott. Aber jetzt muss ich aber sagen, der Teufel schläft nicht. Wir haben großen Einfluss in Afrika und der Teufel will überall hinein, wo Einfluss ist, ja? Damit er den Einfluss für sich in Anspruch nehmen kann. Jetzt sind schon bestimmt 6 Jahre her, sagt unser deutscher Direktor von Vision für Afrika. Wir haben einen Verein in Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien und natürlich auch in Afrika. Sagt er, du, bei der nächsten Jahreshauptversammlung bringe ich eine ganz große Überraschung. War ein Mann da, der sagt, Frau Brehan, ich biete Ihnen 48 Milliarden Dollar an. Ich habe sofort Bauch gekriegt. Sagt, wie bitte? Wofür? Damit Sie Afrika entwickeln können. Sag ich, ja, den Auftrag habe ich nicht. Behalten Sie jeden Dollar. Wenn das Geld in unser Werk kommt, ist Gott weg. Da denkt keiner mehr, was will der liebe Gott, sondern was können wir mit dem Geld machen. Amen. Dann wollten sie mich feuern als Direktorin von Mission für Afrika, weil mit so einem Vollidioten, der so ein Angebot ablehnt, kann man nicht arbeiten. Der Direktor, der das angefangen hat, ist nicht mehr da, aber ohne mich. Aber ich bin noch der Direktor. Passt's auf, der Teufel will uns kaufen. Wenn du das tust, dann darfst du das. Den Willen des Vaters tun. Glaube, und Glaube, ihr Lieben, ist sowas Fundamentales. Und im Deutschen haben wir ja das Wort, Glauben heißt nichts wissen. Und dann sagen wir, ja, ich glaube, morgen wird es schön. Aber was wir wirklich sagen, ich bin mir nicht sicher. Und dann hat ein Pastor in Amerika das bei mir erkannt, dass da mein
Fundament von Glauben etwas wackelig ist. Ja. Er hat gesagt, lass mich dir mal erzählen, was Glaube ist. Da war ein Seiltänzer, der hat in New York zwischen zwei Hochhäusern, zwischen diesen riesigen Türmen, hat der trainiert eine ganze Woche für seine Samstagabendvorstellung. Und ein Pensionist hat ihm zitternd zugeschaut. Und nach 4-5 Tagen hat der Pensionist den Seiltänzer abgewartet und hat gesagt, also wie Sie auf dem Seil gehen, Sie gehen ja sicherer wie ich auf der Straße. Also ich glaube, Sie haben am Samstag eine fantastische Vorstellung. Sagt der Seiltänzer, danke, es freut mich sehr, dass Sie mir das als Kompliment machen. Es ist eine Gnade, dass ich auf dem Seil so gut gehen kann. Morgen habe ich mir heute überlegt, möchte ich da gerne einen Schubkarren drüber schieben. Passt jetzt auf, aufs Gefühl. Würden Sie sich hineinsetzen? Habt ihr es gespürt? Das ist Glaube. Der Mann hat dankend abgelehnt. Am nächsten Tag, aber er hat gesagt, ich glaube, Sie wären ein Fantasch. Ja, das war null. Am nächsten Tag saß ein junger Mann in dem Schubkarren. Und der Seiltänzer hat den Schubkarren über das Seil geschoben. Und der Mann gepippert, der Pensionist gepippert, ob er das wohl schafft. Und er hat ihn abgewartet auf der anderen Seite, wie er drüben war. Er hat gesagt, hast du nicht Angst gehabt? Sagt er, nein, überhaupt nicht. Ja, wieso nicht? Das war doch mein Papa. Wer hat dein Leben in der Hand? Der himmlische Vater. Amen. Der lässt dich nicht im Stich. Der wird dich durch die schwierigsten Situationen durchbringen. Amen. Der wird auf dich schauen, wo du schon keine Hoffnung mehr hast. Amen. Also Glaube ist das Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Amen. Und nicht wie wir, ich glaube. Wissen tue ich nichts, aber ich glaube. Nein, Glaube ist noch stärker wie Wissen. Weil wir unser ganzes Vertrauen in den setzen, in den wir glauben. Amen. Ihr habt alle Glauben. Ich habe keinen einzigen gesehen, der heute da reingekommen ist und zuerst den Stuhl einmal ordentlich gebeutelt hat, ob er dich auch trägt. Jeder hat sich hingesetzt. Das ist Glaube. Amen. Dann wahre Größe im Reich Gottes. Die Schwachen werden. Gott kann mit den Schwachen arbeiten, die ihm nicht im Wege stehen, mit ihrer Logik. Ich sag's euch, das da oben, das ist das Letzte, was beim Mann ans Kreuz geht. Der Mann muss alles verstehen. Und da hat Gott euch ganz ein schönes Problem gemacht mit den Frauen, die sich selber nicht verstehen. Und die sollt ihr verstehen. Halleluja. Also bitte habt ehrliches Erbarmen mit den Männern. Die haben eine Aufgabe, die so schwer ist. Die sollen uns lieben, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Das war hundertprozentig. Auch wenn sie uns nicht verstehen. Aber rückblickend, ihr Lieben, wird ein Mann immer seine Frau verstehen. Die Männer wollen es schon im Vorhinein haben. Geduld und Vertrauen und Glauben ist notwendig. Amen. Halleluja. Wie einem Noah gesagt hat, er soll ein Riesenschiff auf dem Berg oben bauen, wo weit und breit kein Wasser war. Da müsst ihr euch das vorstellen. 100 Jahre hat der ein Schiff gebaut da oben. Wahrscheinlich lausige Werkzeuge gehabt. Kein Tisch, er war nicht Tischler, er war nicht Schiffbauer. Mit jeder Kleinigkeit musste er Gott vertrauen. 100 Jahre haben sie den ausgelacht. Also vielleicht hätten wir nach 50 Jahren gesagt, Herr, jetzt ist genug. Ich halte das Auslachen nicht mehr aus. Aber er hat weiterhin Gott vertraut. Amen. Und nach 100 Jahren ist den anderen das Lachen vergangen, bis Wasser gekommen ist. Amen. Aber logisch macht es keinen Sinn. Amen. Auf dem Berg oben, wo weit und breit kein Wasser ist, ein Schiff bauen. Ich sage es euch, Gott prüft unsere Logik sehr. Bei der Frau ist es das Herz, was als letztes
ans Kreuz geht. Frauen leiden lieber selber, als dass sie ihre Kinder leiden sehen. Auch da müssen wir loslassen können. Amen. Der Petrus, ein Fischer, sagt Jesus, steig aus dem Boot. Und der Herr Jesus kommt daher, spaziert am Wasser, ja, und sagt zu Petrus, steig aus, komm zu mir. Hätte Petrus auch sagen können, also lieber Gott, gell, ich kenne Wasser noch besser wie du. Das hebt nicht. Aber er stieg aus und es war wie eine Asphaltstraße. Solange er auf Jesus geschaut hat, wie er auf die Wolken geschaut hat, gluck, 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 oh du ein Kleingläubiger. Amen. Jetzt ist die Zeit, wo wir hundertprozentigen Glauben in den König aller Könige brauchen. Unser Glaube ist sehr gefordert zurzeit. Amen. Dann brauchen wir den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist können wir nichts machen. Amen. Den brauchen wir, den Heiligen Geist. Dann ist ein Kapitel Wohlstand und Großzügigkeit. Ihr Lieben, wir sind nicht gesegnet, um zu horten, sondern um ein Segen zu sein. Ich habe ja ziemlich viele Jahre in einer sehr großen Gemeinde in Amerika gedient und war eine Seelsorgerin dort. Ich hatte ganz viele Multimillionäre, die bei mir im Büro saßen und selbstmordgefährdet waren, weil es hat ihnen nichts mehr gegeben. Die hatten Yachten und Flugzeuge und konnten sich leisten, was, aber waren leer. Jesus ist das Leben. Ich habe sie zu Jesus geführt und gesagt, jetzt fang schon an verschenken, wie verrückt. Dann wirst du frei für Jesus. Amen. Die Macht der Worte. Tod und Leben ist in deinen Worten. Passt auf, was ihr sprecht. Auch über euch selbst. Ich möchte, dass ihr jeden Morgen in der Früh aufsteht, in den Spiegel schaut, noch ungewaschen, ungekämmt, und sagt, lieber Gott, du hast einen super guten Tag gehabt, wie du mich erschaffen hast. Amen. Gott macht keinen Mist. Du bist eine herrliche, einmalige Schöpfung Gottes. Sowas hat es noch nie gegeben. Und wird es auch nie mehr geben. Amen. Und dann sagst du dem Gesicht noch, und das Beste liegt noch vor dir. Amen. Und keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, wird es gelingen, dir zu schaden. Redet zu euch, Worte des Lebens. Amen. Ihr seid ein Geschenk Gottes für diese Welt. Amen. Wisst ihr, wie mir meine Seelsorge gesagt hat, ich soll das machen, habe ich es eine Woche lang gemacht, habe ich Bauchweh gehabt und Knöpfe im Hirn, bin ich zu ihr und habe gesagt, das geht bei mir nicht. Dann hat sie gesagt, du hast so lange die Lüge geglaubt, dass die Wahrheit nicht greifen will. Weiter proklamieren. Heute brauche ich gar keinen Spiegel mehr dazu. Amen. Du bist eine herrliche, wunderbare, einmalige Schöpfung Gottes. Vergleich dich mit niemandem. Gott macht ja keine Kopien. Ein Original kann man nicht vergleichen. Amen. Halleluja. Und ihr lieben Männer, möchte ich euch eines sagen. Wir Frauen leben von den Worten, die wir hören. Amen. Lobt eure Frau so viel ihr könnt. Amen. Ja, aber Männer brauchen es auch oft, dass wir sie ermutigen. Amen. Wir brauchen Worte des Lebens. Amen. Wisst ihr, wir kriegen oft Kinder, wir haben jetzt ja Tausenden von Kindern geholfen, Schule zu gehen, aber auch in Kinderhäuser aufgenommen, die auf Müllhalden gefunden werden. Babys, die weggeworfen werden. Und dann sage ich immer, die müsst ihr mir bringen. Und dann bringen sie sie mir und dann drücke ich sie an mein Herz und rede nur Liebe und Wahrheit in dieses Kind. Bis sie anfangen, da zittern und ein Lächeln kommt. Dann weiß ich, es ist hineingegangen. Wisst ihr, je mehr der Feind dich in deinem Mutterleib oder bei der Geburt oder in den ersten Jahren schon
mit Unglücken und Unfällen und also Negativen belastet hat, umso mehr weiß ich, dass du ein von Gott auserwählter Mensch mit großer Aufgabe bist. Der Teufel weiß alles, was ihm zur Gefahr wird, was wird er zerstören. Amen. Gott hat Großes vor mit dir. So Großes, dass du, also wenn er es mir gesagt hätte, wäre ich in den Busch nach Australien geflüchtet. Wenn mir ein Prophet das vorausgesagt hätte, hätte ich gesagt, du bist der lausigste Prophet, den ich je gesehen habe. Unwahrscheinlich. Dann habe ich den lieben Gott einmal gefragt, wie kannst du mich so segnen? Dann hat er gesagt, weil du mir nicht im Wege stehst. Dann habe ich gesagt, da bin ich jetzt blöd dazu. Ha? Und habe ein großes Lächeln gesehen. Amen. Amen. Gott möchte so Großes tun, dass du selber vom Staunen nicht mehr rauskommst. Die Macht der Worte. Und das ist das letzte Kapitel. Verlass den Hühnerstall und werde ein Adler. Die, so viele Menschen, die gackern rum wie die Hühner. Hast du gehört? Hühner sind geboren für die Bratpfanne. Und der Teufel möchte uns verbraten. Und darum gackern so viele herum. Der Adler fliegt so hoch, dass seine Feinde ihn nicht mehr, dass sie zu wenig Luft haben, ihn zu erreichen. Amen. Der Adler ist ein, nirgends steht in der Bibel, werdet wie die Hühner. Sondern der Adler. Amen. Der Adler ist ein einmaliges Tier. Wenn ein Adlerweibchen, ein Adlermännchen kreisen sieht, dann weiß sie, der hat Interesse an ihr. Und dann nimmt sie ein kleines Steinchen und fliegt ganz in die Nähe dieses Adlers und lässt es fallen. Und er muss es im Flug fangen. Wenn er es gefangen hat, hat er eine weitere Chance. Wenn er es nicht gefangen hat, kann er verschwinden. Der hat keine Chance mehr. Dann fliegt sie hinunter und holt ein etwas größeres Steinchen und fliegt nicht mehr so hoch hinauf und lässt es wieder fallen. Wenn er das fängt, hat er noch eine Chance. Dann holt sie ein noch größeres Steinchen und fliegt gar nicht mehr weit hinauf und lässt sie wieder fallen. Und wenn er das dritte auch noch im Flug fängt, hat er sie gewonnen. Und dann fliegt sie hinauf, wirft sich auf den Rücken und er fasst ihre Beinchen und fliegt oben und sie unten. Und das ist der Hochzeitsflug. Und das ist einmalig im Leben eines Adlers. Nur einmal machen sie diesen Hochzeitsflug. Wenn eines von den beiden stirbt, dann bleibt das andere alleine, ob Weibchen oder Männchen. Sie haben nur einmal eine Eheverbindung, eine Exklusivbeziehung. Amen. Ja, und dann machen sie ein Nest zusammen, ja, und nie am Boden. Immer irgendwo in einem Felsen drinnen, auf einer Anhöhe, wo sie sich in den Strömungen des Windes fallen lassen können. Der Adler lässt sich tragen. Wir sollen uns tragen lassen von der Strömung des Heiligen Geistes. Amen. Dann bauen sie ein Nest. Zuerst größere Ästchen, dann kleinere Ästchen, dann Moos. Und obendrauf rupfen sie sich noch Federn aus und machen es ganz weich. Und dann legt sie die Eier und dann werden die gefüttert. Gefüttert. Aber wenn sie frech werden, so die Teenage-Zeit, ja, dann haben sie beide einen Plan mit ihren Teenage-Frechen. Dann werfen sie mal die feinen Federn raus, das Moos raus, dann die anderen kleinen Ästchen und die großen, und dann sitzen sie am bloßen Felsen. Denken sich, ja, Moment, das waren so liebevolle Eltern, aber jetzt werden sie ganz anders. Und dann kommt der Schock ihres Lebens. Dann hauen sie das erste raus. Packen sie und hauen sie es raus. Und es fliegt wie ein Stein hinunter. Und die Mutter fliegt runter und fängt es auf.
das war noch einmal knapp. Fliegt wieder hinauf und lässt es wieder fallen. Wieder fliegt sie drunter, bis dieses Junge die Flügel ausbreitet und zu fliegen beginnt. Und dann ist das Kind Flügge. Und dann wird es auch alleine sein Leben beginnen. Machen wir da gewisse Fehler bei unseren Teenagern? Betteln wir sie noch zu Hause zu bleiben, damit wir für sie kochen können und alles waschen und alles immer überprüfen? Ihr Lieben, die Kinder sind nicht unser Besitz. Wir sollen Kinder freisetzen für ihre Berufung, die Gott mit ihnen hat. Amen. Und da sind die Mütter sehr gefragt, ja. Loslassen und Gott lassen. Ich bin sehr dankbar, dass Gott mir die Gnade gegeben hat. Amen. Wir sollen einander jetzt helfen, die Menschen zu werden, von denen Gott träumt. Amen. Und da braucht es Veränderung. Ich garantiere euch als Christ, was jedem hundertprozentig garantiert geschehen wird, ist, dass er permanent vor Veränderungen steht. Amen. Ja, schau, er hat uns doch auch ein wunderbares Beispiel gegeben in der Natur. Mit 7 Jahren habe ich mein Leben Jesus übergeben und wurde wiedergeboren. Mir wurde es erst später bewusst, aber meine Familie hat immer geglaubt, ich bin daneben, ja, weil ich habe mit 10 Jahren die Bibel angefangen zu lesen. Mein Papa hat gesagt, das ist ein Zeugin Jehovas. Die liest die Bibel. Wir Katholischen lesen doch nicht die Bibel. Auf jeden Fall, ich habe mich sehr einsam gefühlt in dieser religiösen Gesellschaft. Bin mit meinem Auto fast jedes Wochenende tief in den Wald gefahren und habe stundenlang mit Gott geredet. Laut. Und einmal saß ich auf einem Baumstamm und da kommt eine ganz große Raupe daher. Boah, habe ich gesagt, Herr, das Viech mag ich nicht. War schön anzuschauen, so lange Fäden gehabt, rot und grün. Schaut ganz schön aus, aber ich mag sie nicht. Hat er gesagt, warum magst du das Viech nicht? Ein Egoist ohne Ende. Alles muss der Raupe gefallen. Ja? Sie muss frisst den ganzen Tag. Sie frisst alles zusammen. Ich sage, so ein Egoist. Aber wisst ihr was? Wir sind alle geboren als Raupen. Alles muss uns glücklich machen. Dann habe ich gesagt, das mag ich nicht, das Viech. Dann hat der Herr gesagt, und was steckt in dem Viech drinnen? Dann habe ich gesagt, gelernt habe ich einen Schmetterling, aber da sieht man überhaupt nichts davon. Das ist eine fette, dicke, verfressene, egoistische Raupe. Und da bin ich heimgefahren und diese Raupe hat mich nicht mehr losgelassen. Ich wurde diese Raupe. Und der Herr hat mir gezeigt, ja, diese Raupe, bisher hat sie alles glücklich gemacht. Den ganzen Tag hat sie nur gefressen. Und eines Tages geht sie auf den Baum, der gut war bis jetzt, und schmeckt überhaupt nicht mehr. Denkt sie, ich bin am falschen Baum, gehe ich zu einem Jungen. Geh zum jungen Baum. Einige Tage versucht sie einen Baum nach dem anderen und alles schmeckt noch blöder. Denkt sie sich, das Leben ist nicht lebenswert. Und hängt sich an einen Faden. Und fängt an zu spinnen. Ein paar kennen sich aus. Und in der Spinnerei wird sie immer enger und enger, dunkler und dunkler. Und nach einer gewissen Zeit hat sie keine Ahnung mehr, wo oben oder unten ist, hinten oder vorne. Alles ist zu. Und da können 100 nebeneinander hängen und jede glaubt, ich bin die Einzige, die sowas durchmacht. Wenn du jetzt kommst und ein falsches Erbarmen hast und sagst, dem Viecher da drinnen muss ich raushelfen und aufbrichst, was passiert? Es stirbt. Nämlich in dem Kokon findet eine Transformation statt.
Es wird ein ganz neues entstehen da drinnen. Aus der fetten, egoistischen Raupe entsteht ein Schmetterling. Muss man sich vorstellen, was das für ein Wunder der Natur ist. Und wenn die Zeit reif ist, durch den Heiligen Geist, spürt dieses neue Geschöpf da drinnen eines Tages raus und bricht mit eigener Kraft diesen Kokon auf. Schaut es noch aus wie eine Raupe? Verhält es sich noch wie eine Raupe? Wenn man in den leeren Kokon hineinschaut, ist da noch etwas übrig von der alten Raupe? Aha. Gott möchte aus uns Egoisten einen Jünger Jesu machen. Amen. Und die Prozesse sind nicht die einfachsten. Da geht es nämlich um eine totale Transformation deines Herzens und deines Denkens. Ich sag's euch, ich möchte niemandem die Prozesse wünschen, die ich durchmachen musste, um dorthin zu kommen, wo ich heute bin. Nicht einmal meinem Todfeind. Aber ich möchte keinen dieser Prozesse missen, weil es mich in die Person verwandelt hat, die ich heute bin. Und da werde ich euch jetzt von etwas, wo ich, wisst ihr, in dem Prozess, da versteht man meistens gar nichts mehr. Da kann man nur sagen, Herr, verstehen du es gar nicht, mögen du es schon gar nicht, gebetet habe ich auch nicht dafür, Sinn macht es auch keinen. Aber, beste Aberglaube, ich danke dir dafür. Du hast verheißen, dass du denen, die dich lieben, alles zum Besten zusammenwirken lässt. Amen. Und jetzt, das ist jetzt, was ich euch mitgeben will, weil wenn man sich in schwierigen Zeiten verhält, danke sagen dauernd. Sagen, Herr, mein, du es nicht, verstehen du es nicht, gebetet habe ich auch nicht dafür, aber danke. Es heißt nicht, du sollst dich dankbar fühlen, sondern danke sagen. Und das kann man, auch in den schlimmsten Situationen. Und da war eine Situation in meinem Leben, für die ich noch nie gedankt habe. Aber jetzt, vor 3 Jahren, habe ich das erste Mal gedankt. Ich wurde mit 19 vergewaltigt. Das war das schlimmste Erlebnis meines Lebens. Für mich war das Leben erledigt. Ich wusste, heiraten werde ich nie, denn so kann mich kein Mann lieben. Ich wollte immer als Jungfrau heiraten. Es war die Katastrophe. Ich habe vergeben, ich habe losgelassen, habe den Kerl gesegnet und natürlich keinen Kontakt mehr gehabt, aber noch nie gedankt. Und vor, ja, jetzt sind schon fast 3 Jahre, wurde ich eingeladen, in Kampala in der Hauptstadt zu 500 Prostituierten zu sprechen. Dann habe ich gesagt, Herr, ich war noch nie in der Gesellschaft. Was tue ich da? Was soll ich sagen? Sagt er, erzähl ihnen von deiner Vergewaltigung. Habe ich noch nie öffentlich getan. Das war für mich so schmerzhaft. Obwohl ich total vergeben hatte, okay? Und dann habe ich denen erzählt. Und dann haben 500 Frauen mit mir geweint. Und alle fühlten sich abgeholt. Und seither bin ich die Mutter der Prostituierten in Uganda. Weil ich ihr Herz berührt habe. Weil sie gespürt haben, ich habe das Gleiche durchgemacht wie sie. Aber Jesus kann alles neu machen. Amen. Und die strahlen heute vor Schönheit. Das sind unsere besten, heißesten Jüngerinnen Jesu. Wer hat Jesus die Füße gewaschen mit ihren Tränen? Eine Prostituierte. Wer hat ihm die Füße getrocknet mit ihren Haaren? Wer war am Kreuz bei Jesus? Eine Prostituierte. Amen. Ich flehe euch an, bitte, in dieser Woche,
Geht einmal zum Herrn und sagt: Herr, zeig mir alle Situationen, wo ich noch nie gedankt habe. Weil da ist eine Blockade in dir. Da bist du noch distanziert von Gott. Und fang an, einmal nur zu danken. Nicht dankbar fühlen, musst du dich nicht. Heute fühle ich mich sogar dankbar über diese Situation. Denn es hat Heilung gebracht für hunderte von Frauen. Amen. Und darum bin ich so dankbar, dass ich den Weltkrieg durchgemacht habe, Hunger durchgemacht habe, Angst ohne Ende. Ich kann Menschen verstehen in Afrika, die das Gleiche durchgemacht haben und sie spüren sich von mir verstanden. Ich habe nie eine Witwe verstanden. Witwen kann man nicht verstehen, bevor man es selber durchmacht. Du bist nur meine Hälfte. Heute kann ich eine Witwe umarmen und sie weiß, ich verstehe sie, weil ich selber durchgemacht habe. Amen. Ihr Lieben, werdet dankbar für alles. Denn Gott will alles in deinem Leben zum Besten zusammenwirken lassen. Amen. Gott hat Großes vor mit uns. Fangt an, dankbar zu werden. Und nur einmal Danke zu sagen. Wie oft habe ich jetzt schon in den letzten Jahren, Jahrzehnten gesagt: Vater, verstehen du das schon hinten und vorne nicht. Gebetet habe ich auch nicht dafür. Und mögen du es schon gar nicht. Verstehen auch nicht. Aber du sagst, dass du denen, die dich lieben, alles zum Besten zusammenwirken lässt. Danke. 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 Und du wirst sehen, wie deine Seele heil wird und wie dein Vertrauen auf Gott wächst. Amen. Denn solange du warum im Herzen hast, ist Rebellion. Wozu, Herr, ist die richtige Frage. Wozu? Wozu gehen wir jetzt durch diese ganzen katastrophalen Sachen? Damit wir die richtigen Entscheidungen treffen. Gott zu vertrauen unter allen Umständen. Amen. Und da möchte ich euch was vorlesen von meinen Kindern. Also ich sage es auch, der Afrikaner, der weiß, wie man leidet. Offenbarung 12, Vers 11. Das war ganz am Anfang von der Corona-Zeit, wo wir schon Hauskirche hatten. Meine Kinder haben das geliebt. Und sie haben ihn überwunden. Also die Christen haben den Teufel überwunden. Wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Sage ich: Kinder, was kann das heißen? Sagt ein Kind, die war nicht mehr wie 10 Jahre. Mama, das kann bedeuten, dass wir als Märtyrer sterben müssen. Sage ich: jawohl, kann das heißen. Ich habe gesagt: Wisst ihr was, Kinder, was für mich das Allerschlimmste wäre, wenn ich es durchmachen müsste? Wenn sie euch vor mir quälen, damit ich mich lossage von Jesus. Das wäre für mich das Schlimmste. Dann sagen die Kinder fast in Einheit: Mama, da musst du stark bleiben. Wir schauen auf Jesus. Je mehr sie uns quälen, umso schneller sind wir bei Jesus. Wo hört man das hier? Aber dann kam der Knüller. Sagt ein anderes Kind: Aber Mama, wir werden auch nicht schwach, wenn sie dich quält. Halleluja. Dann habe ich gewusst, es ist echt. Amen. Amen. Keine Angst vorm Tod. Keine Angst. Da habe ich eine wahre Geschichte gehört von einem Missionar in Indonesien. Da haben sie verboten, dass die Missionare predigen dürfen. Solche Verbote kommen, ihr Lieben. In Israel sind sie schon stark im Vormarsch, dass keiner mehr Jesus verkündigen darf in Israel. Wir wollen ein großes Werk da drunten uns gründen, weil der Herr uns gesagt hat. Aber auf jeden Fall hat einer Missionar weitergepredigt. Ja? Sind sie gekommen und gesagt: Wir erschießen dich, du weißt genau, du solltest nicht predigen. Aber bevor wir dich erschießen, grabst du dein eigenes Grab. Haben sie ihm eine Schaufel gegeben oder einen Pickel und gesagt: Jetzt fangst du an, dein Grab schaufeln.
Denkt er sich, je länger das ich brauche, umso länger kann ich leben. Und stochert so ein bisschen blöd herum, ja. Dann kommt ihm der Gedanke, na, je schneller, dass ich buddle, umso schneller bin ich bei Jesus. Und buddelt wie verrückt und grabt ein tiefes Grab. Und wie er drunten ist, ja, springt er raus und sagt, will er schreien, hier bin ich, ist keiner mehr da. Denkt er sich, wo sind denn die alle? Sitzen sie hinter einem Busch, zitternd. Dann ist er hin, hat er gesagt, komm, jetzt schießt es mich, es ist fertig. Sagen die, was war denn das Feuer, das aus dem Loch herausgekommen ist? Dann hat er gesagt, in dem Feuer werdet ihr brennen, wenn ihr nicht Jesus euer Leben übergebt. Die haben sich alle bekehrt. Und er hat weiter gepredigt. Amen. Keine Angst vor dem Tod. Wir wechseln ja nur Adresse. Aber jetzt möchte ich, dass keiner nach Hause geht und nicht weiß, wo er die Ewigkeit verbringt, wenn er in dieser Woche abberufen wird oder sogar schon heute. Wer möchte sich bedingungslos Gott zur Verfügung stellen, auf dieser Welt sein Vertreter zu sein? Wir sollen aufstehen. Betet mir nach. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich erschaffen hast. Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gemacht hast. Einmalig. Ich danke dir, Vater, dass du deinen Sohn gesandt hast. Jesus Christus, um für mich den Preis zu bezahlen, den ich nie zahlen konnte, damit ich ewiges Leben habe. Und ich will heute proklamieren, dass Jesus mich im Auge hatte, als er am Kreuz gestorben ist. Und dass er auch für mich alleine gestorben wäre. Danke, Vater. Wer deinen Sohn hat, hat das Leben. Wer deinen Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Und ich öffne dir heute mein ganzes Leben. Und ich will das jeden Tag neu machen. Komm, Heiliger Geist. Komm, Herr Jesus Christus. Und lebe du in mir. Ich schenke dir meinen Körper als deinen Tempel. Ich stelle mich dir bedingungslos zur Verfügung. Damit du mit mir machen kannst, was du willst. Herr, du kannst mit mir machen, was du willst. Wie du willst, wo du willst, wann du willst, kannst mich auch auf null reduzieren. Aber verherrliche deinen Namen. Setz mich zum Segen. Und schenk mir Frieden und Freude, den die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Und ich werde alle Ehre dir geben. Und ich will dir für alles immer Danke sagen. Ich danke dir, dass du das gute Werk vollenden wirst, dass du in mir begonnen hast, dass du mich durchforscht von der Krone meines Hauptes zu den Sohlen meiner Füße, wo ich noch unabhängig von dir lebe. Und du mir zeigst, wie kann ich in die Liebesbeziehung mit dir durchbrechen. Auf jeder Ebene meines Lebens. Herr Jesus, ich bin dein. Und du bist mein. Und das soll immer so sein. Danke, dass du alles zum Besten zusammenwirken lässt.
für die, die dich lieben. Und ich entscheide mich heute, dich zu lieben, komme, was wolle. Dir zu vertrauen, komme, was wolle. In Jesu Namen. Amen. Gebt dem Herrn ein Klatschopfer. Halleluja, 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 Halleluja. Amen, Amen und Amen, 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 Halleluja. Amen. Wenn ihr noch nicht wisst, wo ihr den nächsten Urlaub verbringen sollt, kommt zu mir nach Afrika. Wenn Gott spricht, komm. Wenn Gott spricht, komm. Ich bin Gott von ganzem Herzen dankbar, dass er mich nach Afrika geschleudert hat. Also bitte, frag den Herrn. Hört auf seine Stimme und tut, was er sagt. Amen. Haben wir schon welche gesagt, ja, Gott braucht mich in Deutschland. Wenn er gesagt hat, er braucht dich, fein. Aber wenn du glaubst, du wirst gebraucht, bitte vergiss es. Er kann auch ohne dich alles machen. Amen. Wie Gott mich nach Afrika gerufen hat, haben meine guten christlichen Freunde gesagt, ja, jetzt wird Europa dich vergessen, jetzt erinnert sich keiner mehr an dich. Sag ich, ja, ich lebe ja nicht, um erinnert zu werden. Wenn Gott will, dass ich nicht erinnert werde, Halleluja. Ich muss gehorchen. Heute bin ich populärer in Europa denn je. Amen. Wisst ihr, für Gott, er will nur Gehorsam, Gehorsam, Gehorsam. Gehorch. Gehorch. Den ganzen Tag. Und tu, was er dir sagt. Du wirst staunen. Du wirst staunen. Die kleinsten Gehorsamschritte können unwahrscheinlich Großes auslösen. Amen. Viele Situationen in meinem Leben waren kleine Gehorsamschritte und die haben ein riesiges, ja, große, große Türen geöffnet. Amen. Ja, also ich vertraue, dass ich euch alle im Himmel sehe. Der Himmel ist gratis. Merkt euch das. Können wir nur den ganzen Tag Danke sagen, weil er alles bezahlt hat. Es ist vollbracht. Amen. Vergebt allen und könnt ruhig sagen, Herr, vergib ihnen, die wissen nicht, was sie tun. Amen. Lasst sie los, segnet sie. Denn in dem Ausmaß, wie wir anderen vergeben, empfangen wir Selbstvergebung. Ich kann es mir nicht leisten, nicht zu vergeben. Amen. Ja. Und dann, jeden Tag, bevor ihr aufsteht, schaut ihr hinauf und sagt, lieber Gott, spannend, was du heute wieder vorbereitet hast für uns zwei. Und dann steht auf und sagt, Teufel, stell aus. Ich stehe jetzt auf. Dein Tag ist verhunzt. Amen. Wir sollen herrschen. Wir sind nicht über die Menschen, aber über die Finsternis. Amen. Gut. Ihr seid wunderbar. Ich freue mich unwahrscheinlich, mit euch im Himmel zu sein. Da geht die Post ab. Amen. Lassen wir mal jubeln und uns freuen. Amen. Shalom, Shalom.